Das klingt Helium laden. Oh, wir starten oben, okay. Das habe ich auch schon. Oh, wir starten oben, das ist ja auch selten. Oh, Luoyang haben sie sogar statt einer Benson, okay. Komisch, ich hab's ja gesagt, wir wollen von 7 starten, aber alles klar. Ich würde mit der Chapai sonst an die Insel zwischen BC fahren, wa? Die große, fährt er lang? Und da blockierst du halt sehr viel von deinem Schussfeld. Ja, ich kann halt, ja, das stimmt allerdings. Aber ich höchstens nach C kann ich halt nur sagen. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, dich würde ich, Atago würde ich sonst nach C halt trotzdem schicken. Ja, die Atago geht. Ich fahr B an. Nach C. Restart? Wieso Restart? Weil wir auf der falschen Seite stehen. Ja, dann Restart. Oder kann sogar Deutsch? MDF ist Deutsch. Tag, nur MDFX ist international. Ja. Ach so. Ich hab Hello geschrieben. Lass doch rausgehen dann, ne? Mhm. Warte, ein was muss noch sein. Richtig. Hey, Zita! So, wo ist Alex? Ihr Motherfucker! Bisschen mehr Beeilung, bitte. Erstmal muss ich euch alle töten. Kannst halt die ganzen Gegner töten, Alex. Mach ich. Hört, nimm dich beim Wort. Ja, dann mach ich das. Da musst du jetzt rauskommen. Was denn? Ich hab grad von Jan einen Befehl bekommen. Der ist ja wohl wichtig. Nachher hab ich gesagt. Nicht wenn du einen Befehl von mir kriegst, der eben. Eben. Ja. Hat nicht funktioniert bei mir. Ich weiß gar nicht, wo ich den eingeben sollte. Ach, warte, Maus. Ich muss draußen. Leute. Den musst du anrufen. Wir sind alle draußen. Ah. Nicht wissen, wer letzter war. Du musst zu deiner Mutter gehen und auf ihrem Schwabbelrücken Ding eintragen. Und dann gibt sie dir Geld, dass du was dazu kaufen kannst. Ein Ritzen. Genau. Ach so. Ritzen. Und wenn du das richtig gemacht hast, dann wird sie weinen und dir Geld geben, damit du aufhörst. Und damit kannst du die Marblehead kaufen. Oh ja, die wollte ich schon immer mal haben. Oder die Krasnikrim, die soll auch ganz gut sein. Wenn du es richtig machst, kriegst du so einen Monat Premium. Hm? Die Marvel hat das Nibelskar, das Seeklapper. Alter, wenn man fahren kann, ja. Ja. Oder im Gegensatz, zu Krasnikrim kannst du damit Schaden machen. Möglicherweise, ja. Oh, MDF 1 gegen Frag Minus. Mhm. Okay. Aber jetzt sind wir doch wieder oben gleich, oder nicht? Wenn nein, eben sind wir aus Team 2 gestartet. Achso. Jetzt starten wir aus Team 1. Irgendjemand hat noch gemeint, Team 1 startet immer oben. Ja, es war auf vielen Maps eigentlich auch so, aber hier ist es... vielen Maps, aber nicht allen so. Warum? Es ist ja auch schon wieder... Ist es komplett random, oder was? Nee, so, einer fehlt bei uns noch. Startpunkte hast. Ja, vergiss nicht, es gibt Straight zum Beispiel, wo du links unten und rechts oben startest. Ja, ne, davon gehe ich ja nicht. Jetzt ist ja hier startest du ja auch oben und unten, aber halt irgendwie, ja. Es ist trotzdem irgendwie Seitenverkehr. Naja, wie auch. So, wir sind dann ready, hä? Oh, war nice. Ich würde den anderen klar. Bereit. Der kann Deutsch. Ja. Good luck. Dankeschön. Oder schon integriert. Oder schon integriert. Das kann auch sein. Wenn ich anfange mit dem Englisch zu reden, so. Wo die eigentlich ein deutscher Clan sind. Ja, Französisch muss man mit dem. Oh, wir standen ja hübsch. Ja, das ist dieser Mod. Warte, das ist ein Tournament-Motor. Ich schalte schnell auf russische Tastatur um. Geil, diesmal spawn ich. Ich glaube, ja, eine Luoyang und eine Benson haben die ja, alles. Ui. Also, die haben Doppelsona. Doppelsona, ja. Das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, die du halt haben kannst, dass du Sona mitnimmst, ohne das auf den Kreuzer drauf packen zu müssen. Mhm. So, also, ich gebe wieder an die Alte. Nach C hätte ich gesagt, mit deiner Bismarck, wa? Bitte? Nach C die Bismarck. Achso, weil du von auf der Karte bist. Na, das war ja Haven. Weil ich stelle auf russische Tastatur um. Ich fahre mit nach A sonst. Ja, schick
Die Atago nach A. Atago mit nach A? Gut, ich fahr auch nach A, wa? Atago und Chopper hier nach A. NC auch. Benson. Kagero. Ja, nehmen die halt mit. Nehmen die genau, Marvin kommt mit uns mit. Kagero erstmal B, aber wie gesagt, nicht sterben. Wenn den Cap nicht kriegst, würde den halt nicht. Und fest. Ein DD brauchen wir halt bei C. Genau, die Bände, die ihr bei euch habt, denn, Jose. Warte erstmal bei B, fahr da nicht rein. Genau, guck, wie viele Schiffe dahin fahren und dann entscheidest du halt. Ah, nicht drauf gehen, nicht irgendwie eine Insel auf im Rücken haben, das ist komplett kacke. Oh Gott, Marcel hat die Zombie-Bismarck. Oh, oh. Hat doch jeder. Ja, aber er hat es tatsächlich drauf gemacht. Ich finde die viel schöner mit dem, na gut, in der nicht lizenzierten Version Hakenkreuz. Ich denke, denn ich bin schon kaputt und spiel vorsichtiger. Ja. Warte, deine Durchschusslöcher sind asymmetrisch, ich helfe dir kurz. Ach, guck, dein Ding. Guck, dass du dich so einstellst, Pascal, dass du sofort lossprinten kannst, falls da irgendwie was nicht ist. Ich meine, die haben kein Radarschiff, aber halt so, ne, wie gesagt. Nach was riecht denn das? Einsmoken ist nicht sinnvoll. Sieht. Ja. Sieht fast so aus. Scheiße, Mathilde. Ja, Bomber spottet, kannst du den nicht schon angreifen, solange deine Jäger da sind? Deswegen gehst du in den Cap rein. Bitte? Was hast du gesagt, Akku? Jetzt nee, ich meine, Pascal liegt als erster in den Cap. B ist Bonus, den brauchen wir. Hier sind die Bomber. So wie du da jetzt mit der Karriere stehst, bist du ziemlich offen, oder nicht? Okay, du musst nicht cappen. Du musst die nicht cappen. Genau. Cappen. Zieh den Smoke einfach nach vorne um die Insel rum und dann fährst du nach Dingens rein. Fang dir schon ein bisschen weiter hinten an, dass ich hier stehen bleiben kann, dass ich auf die da schießen kann, dass ich nicht um die Insel erst rumfahren muss. Genau, einwandfrei. Erik kann ja, wenn er will, Erik macht das schon. Vielleicht kann ich auf die Insel noch nichts treffen, musst du, oder? Muss halt sehen, ob du nach vorne fahren willst oder nicht. Jo. Dann gucken wir, dass wir den A-Cap kriegen. Die scheinen A irgendwie nicht sonderlich zu fokussieren bis jetzt. Die halten sich sehr, sehr weit zurück. B wird gecapped. Okay. Jetzt Kagero, kannst du die holen? Ich bin schon dabei. Ich schaue Mattel von da hinten, oder wer schießt? Marvin, ist deine Flagge aus? Ja. Hat der Flieger dich richtig aufgedeckt? Soll ich jetzt an die Insellippe bei C ranfahren oder was soll ich machen? Fede, ja, weil da ist nichts von uns gerade außer jetzt, Jose. Jose Smoke liegt dort an der Insel. Und ich komme auch jetzt gleich dahin. Ja, ich warte. Nico, die Türpe kannst du anfliegen. Darum ist die Charmatel. Okay, die werden wir fokussen. Mhm. Und wir werden dann, wenn wir A haben, dann zu dieser größeren Insel da vorrücken. Aber wir gucken erstmal. Erstmal nicht blockiert, okay. Ja, natürlich. Punish, was du punishen kannst, sonst halt Kreuzer und DDs Fokus. Alter Schwede, ich bin so eine 5 Kilometer von mir. So, wir haben den Nebel, wir nutzen den Nebel, solange wir noch können. Und wie gesagt, dann gucken, dass wir ein bisschen vorrücken und. Alter, krieg ich noch eine Zita oder was? Zu dieser Insel da, dieser größeren. Der ist ein B drinne. Ach, wir können uns auch schon mal. Ach, wir brauchen nachher Nebel. Nee, pass auf, wir haben Sonar da drin, gell? Ja, ich bin schon auf. Wir warten noch. Aber hier kann mich auch keiner supporten von euch, so wie ich stehe. Nö, das ist auch nicht das Ziel. Du sollst alleine klarkommen erstmal. Soll ich dir Nebel reinziehen? Du musst mal aufpassen, die Benson-Torps werden kommen. Ja, zieh den zwei. So, wir rücken zu der Insel vor. Da ist die Benson. Erik, guck, dass du sonst die Scheinmatellen ein bisschen ärgerst, ja? Dass du die so ein bisschen. Vielleicht versuchst mit ihren Zweikampf zu gehen, die ein bisschen wegzudrängen. Da kommen die Torps. Also müssen, kannst du ruhig auf sie zufahren und halt ja, wirklich sie. Ja, ein B. Alex, du kommst mit, ja? Hier mit der KG zu der Insel. Zum vierten Mal. Ich bin die ganze Zeit wie einfach okay. Wieso bleibst du da, wenn du die ganze Zeit offen bist? Nimm bloß den schnelleren inneren Weg. Ja, okay. Ich wollte das nur sicher gehen. Du musst von den Schiffen, die Flugzeuge haben mich offen gehalten. Ja, aber Pascal, wir sagen dir, du musst ja. Nicht cappen. Bleib trotzdem dort.
Nein, ich bin doch schon rausgefahren, noch bevor das Sona anging. Charles Martel, der kann. Du bleibst viel zu lang bei Caps, bei denen du nicht bleiben musst. Also Benson, Marcel. Guck, dass uns da vorne, wenn erforderlich, gleich einen Nebel geben kannst, Marvin, dass du dann, ja? Rechts oder links, nein, sind? Rechts, dass wir auch B wirken können, in der unteren Seite, ja. Nico, wir brüchten ein bisschen Spot oben. Wir müssen dann langfristig sogar dann nachher auf B fahren. Hier kann ich gar nichts reichen, hier ist alles zu. Ja, warte mal noch mit dem Nebel gerade, wir werden hier eh gerade nicht großartig beschossen, warte mit dem Nebel. Würde es auch hören, gleich vorkommen, wenn ich mal. Ja, dann halt, aber erst, wir müssen mal gucken, ob wir die vielleicht umgehen oder was am besten ist, dass wir die da wegkriegen. Die sind halt nur zu zweit gerade. Die sind halt nur zu zweit jetzt hier oben. Ach, scheiße. An den Tibis kommen wir nicht ran. Na, jetzt. Torpedos. José, guck mal, dass du uns so ein. Ich überlege gerade, was wäre, Nein, ich wenn dann. Fuck. Ich bin detected, Alex, bist du bereit, um auf Dingen zu schießen nach vorne? Auf B? Ja. Ich mach Radar an, Achtung. Marcel, Atago? Ja. Z23. Ja, links. Nur ein Overpen. Smoke. Alter, weg! 50 Sekunden müsst ihr warten. Ich hab mein Eindruck dafür gezogen. Muss zu meinem rein. Ja, der steht zu scheiße. Komm, wir nicht. Ich versuch's aber. Marvin, guck, dass du uns mal jetzt hier einsmokst gerade. Beziehungsweise. Okay. Du droppst hier nicht. Beziehungsweise, warte mal. Wir müssen halt. Wir müssen die Gruppe da oben eigentlich wegpushen. Die Kutuzov und die. Aber da müssen wir erstmal. Nee, wir müssen erstmal. Wir smoken uns erstmal ein. Die Charles Martel muss oben sterben. Ich komm da nicht rein. Guck, dass du genau die NC da mitkriegst. Nee, ist natürlich so, dass die jetzt hier genau reintauchen können. Mit deiner Atago, ja. Am Torps. Ja, das Fiese ist halt, ich hab's gerade gemacht, aber keiner kommt. Ja, sie ist. Guck, dass du vielleicht die. Ja, das kriegen wir nicht gespottet. Mann, du redest lang genug offen. Ja. Jetzt haben wir keinen Talk mehr. Wir müssen auf die pushen, wa? Führt kein Weg vorbei. Erik, wir fahren oben lang. Alex, du fährst mit der Benson von unten. Es wird noch nicht funktionieren. Ich hab drei Feuer jetzt. Ja, oder wollen wir alle oben? Wir können auch alle oben. Nee, dann push fahrt oben rum, aber ihr werdet Spaß haben, aber gut. Ja. Erik müsste es versuchen, irgendwie Jolo ran auf die NC eventuell oder so, dass sie halt in die Insel zurück muss. Frontal möglichst fahren. Kann einfach nichts machen. Ja. Sonst. Ja. Ja. Ja, ich lade AP, wir müssen die gucken, dass wir die irgendwie wegdrücken. Hier push von. Ich kann nichts machen, ich habe jetzt mit einer Salve wieder zwei Feuer gekriegt. Ja, wir haben halt leider wieder zwei DDs zu viel verloren. Sonst dreh auch erstmal. Die ganze Zeit eingesmoked, ich habe keine Ziele. Die Tepels konnte ich nicht beschießen, sonst hätte ich Torps gefressen. Kein Smoke gehabt am Ende. Wenn du brauchst du Radar, Alex? Oh fuck. Ja, da hat sich erledigt. Ja, ihr müsst da deutlich mehr Druck machen. Ja, wir hätten das schon vorher machen können, was wir jetzt machen. Das Problem ist halt, dass es verdammt. Langsam war? Nee, kompliziert halt einfach das, weil die Schauerteile an der Seite steht. Und weil das halt. Ja. Das ist halt. Ja. Keine Chance. Alter, die nehmen alle Schiffe von uns Nico, raus und wir kriegen nicht eins spotten? Raus. Das ist doch scheiße. Wo ist sie? Hier. Vor allem ist die NC viel zu weit hinten jetzt. Die hätte weiter vorne sein müssen schon. Ich bin auf Ja, das. Ja. Auf so nah.
Bei zwei Kreuzern, bei zwei DDs in der Flanke muss ich halt auch ein bisschen vorsichtig sein und kann nicht Brain Dead Full Speed in den ersten Gang. Das ist halt das Problem, genau. Das heißt, ich muss schon. Wir hätten halt AC, RB den Kontrolle errangen müssen. Weil unser Hauptflotte halt leider bei A war. Wie bist du mit der Schappe gestorben? Ne, ich hab halt von der Schalmatella Dafe gefressen. Ich hatte davor halt auch schon mal ein bisschen von, ja. Pascal, noch einmal als Info. Wenn du denn bei B bist du alleine, wenn da Flugzeuge sind, einfach wegfahren. Geh einfach weg. Ich war eingesmoked. Ja, einsmoken bringt nichts gegen so eine DDs. Da hab ich mich schon in Bewegung gesetzt. Er hat mich schon davor ungefähr 3 Minuten in dem Smoke gecampt mit Flugzeugen. Und wieso habe ich am Anfang des Spiels gesagt, du musst B nicht cappen, du sollst B nicht cappen. Später habe ich gesagt, als ich nicht dahin gefahren ist, jetzt kannst du vielleicht wieder zurückfahren. Ja, und wenn aber du siehst, sollst wenigstens noch so lange wie möglich resetten, sonst hätten die das schon. Nicht resetten, scheiß auf resetten, gehabt. Überleben. Das haben wir am Anfang des Spiels gesagt, überleben ist das Wichtigste, nicht resetten. Scheiß doch da drauf, wen interessiert? Was bringt du sie? Oh, jetzt hast du einmal resettet, jetzt bist du tot. Toll. 10 Sekunden später hat er den... Ja, anderthalb Minuten. Hab ich 2 DDs gewonnen. Ja, dann irgendwas passieren. Schön, ja, die hätten halt eh nichts in dem Moment machen können. Also, wie gesagt, das Problem war, dass du gestorben bist. Aber das geht halt nicht, das ist... Das du ist musst nicht wert. Aufhören, das ist kein Random, das ist... Ja, überleben. Ja. Wie gesagt, genau. Wenn wir den B verlieren, ist kein Problem. Das war erstmal nicht erfolgreich. Du warst alleine da, weil du alleine sein solltest. Ohne Support.